Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Es wird der letzte Ausblick im Dezember 2017 sein. Wir werden uns dann wieder hören im Februar 2018. Dementsprechend haben wir nochmal die wesentlichen Fakten für Sie zusammengepackt und ich hoffe, dass ich diesmal in rund 30 Minuten durch bin. Sie haben jederzeit die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Die Technik gibt das entsprechend her über das Fragenfenster in der Bedienleiste. Ansonsten nach Ende der Aufzeichnung natürlich auch noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu erörtern. Wir steigen direkt ins Geschehen ein und mit was sollte man aktuell starten, außer einem Chart zu Bitcoin? Das Thema Cryptocurrency ist ja momentan allgegenwärtig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich sprechen auch viele Leute an, die mich noch nie auf finanzielle Fragen hin angesprochen haben, was ich von Bitcoins halte, ob man noch investieren soll und wie sich das Ganze darstellt. Wir werden dazu nochmal ein eigenes Webinar machen. Dann wird es sich um das Thema Bitcoins im Portfolio-Kontext handeln. Aber hier zunächst nochmal der Blick auf den Chart. Sie sehen schon eine sehr, sehr spektakuläre Entwicklung. Allein seit Dezember 2016, also im Verlauf des Kalenderjahres 2017, von 1000. Ein exorbitanter Anstieg, eine Ver-X-Fachung der Werte. Nun fühlt sich jeder berufen, entsprechende Meinungen abzugeben, wohin das Ganze noch laufen kann. Aus meiner persönlichen Perspektive wird die Technik hinter dem Bitcoin, eben das Thema Blockchain, die wird weitreichende Folgen haben, was die Abwicklung von Transaktionsprozessen innerhalb der Wirtschaft betrifft. Das wird die Abwicklung von Wertpapieren genauso betreffen, wie auch vielleicht die Abwicklung von Transaktionen im Bereich der Grundstück- und Immobilienwirtschaft. Also ein relativ breites Anwendungsfeld, was die Technik des Blockchains betrifft. Auf der anderen Seite das Thema Cryptocurrency. Hier aus unserer Perspektive die Eignung im Portfolio-Kontext momentan eher auf der spekulativen Seite zu sehen. Und ja, man könnte argumentieren, die Entwicklung der Cryptocurrencies, die hat ja nichts mit dem allgemeinen Aktienmarkt zu tun, die hat nichts mit der Zinsentwicklung zu tun, nichts mit lokalen Immobilienmärkten und dementsprechend sind sie natürlich ein guter Diversifikator unter dem Stichwort Risikostreuung im Portfolio. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nun hier zusammentun würden als Teilnehmer dieser Runde und würden entscheiden, morgen eine Kneipe in der Sahara aufzumachen, auch dann würden wir einen Vermögensgegenstand schaffen, dessen Cashflows und dessen Bewertung nichts mit dem allgemeinen Kapitalmarkt zu tun haben. Ob es sich wirtschaftlich rechnen würde, steht auf einem anderen Blatt. Und das, glaube ich, auch so ein Thema. Oft werden neue Trends, die schwer investierbar sind, die eine Nische darstellen, unter dem Stichwort Diversifikation und Risikostreuung vermarktet, ohne auf die wirtschaftlichen Implikationen zu schauen. Und da, glaube ich, sind wir momentan auch noch bei den Cryptocurrencies. Das ist so ein bisschen wilder Westen, das ist noch relativ intransparent. Und auch wenn jetzt die eine oder andere Börse sagt, ja, wir legen noch Future-Kontrakte hier entsprechend auf, ob das jetzt als Ritterschlag zu bezeichnen ist, das wäre die positive Argumentationskette. Die andere Argumentationsperspektive wäre natürlich zu sagen, naja gut, es ist eben ein Basiswert, der sich stark bewegt. Starke Bewegungen führen zum Handeln ein. Und das Geschäftsmodell einer Börse, das basiert natürlich darauf, von starken Kursausschlägen zu partizipieren, indem man eben Handlungsmöglichkeiten darstellt. Also, interessantes Thema, was die Technik angeht. Im Portfolio-Kontext, meines Erachtens, sind wir da aktuell noch auf einem Niveau, was sehr, sehr stark von Wetten geprägt ist. Das Umfeld wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch institutioneller werden, aber aktuell, glaube ich, sollten wir uns alle darüber im Klaren sein, dass es natürlich sehr, sehr spekulativ ist und jetzt weniger mit einer klassischen Wertpapieranlage im Sinne einer Investition zu vergleichen ist. Vom Thema Bitcoin kommen wir natürlich direkt auf die allgemeine Situation und die bringe ich Ihnen ja immer als Einstimmung auch mit. Ja, wir haben aktuell zu niedrige Zinsen, insbesondere in Deutschland. Das Zinsniveau sollte vielleicht eher bei 4% liegen, da wir deutlich drunter liegen, sehen wir natürlich momentan Überhitzungstendenzen in einzelnen Segmenten. Klar, Immobilien ist natürlich nur ein Aspekt, der häufig oder von der Bundesbank natürlich genannt wird, aber wir sehen das auch in vielen anderen Vermögenswerten, die beispielsweise börsennotiert sind. Besonders je näher diese Vermögensklasse am sicheren Zins gebaut ist, desto größer scheinen die aktuellen Verzerrungen zu sein und wir haben eben diese Knappheit von risikolosen Investitionsmöglichkeiten. Im Kern tätigen die Investoren also Investitionen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Das ist ein großer Punkt in diesem allgemeinen Anlagenotstand.
Eine Binsenweisheit lautet ja, ist der Zins zu niedrig, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und ich glaube, das ist natürlich ein Risiko, was wir nach all den Jahren der sehr niedrigen Zinsen durchaus sehr präsent vor uns haben. Niemand von uns kann abschätzen, wann dieser Anlagenotstand endet, weil dazu müssten wir wissen, wie sich die Zinsen entwickeln. Und Zinsprognosen sind ähnlich wie Währungsprognosen, sind im Vorhinein zwar gut begründbar, treffen aber selten ein. Die Mainstream-Meinung lautet aktuell, dass die Schulden sehr hoch sind. Gerade haben wir ja wieder Spitzenwerte für die OECD hier berichtet bekommen. Dementsprechend heißen hohe Schulden bedingen niedrige Zinsen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Notenbanken hätten ja durchaus auch Potenzial, die Staaten beim Thema Zinsen zu unterstützen, indem man Beispiel Anleihen aufs Buch nimmt und die höheren Zinszahlungen dann über den Umweg der nationalen Notenbanken wieder in den nationalen Haushalt ausschüttet. Also dieses Thema, alles auf niedrige Zinsen zu setzen und darauf alle finanziellen Anlageentscheidungen abzustellen, erscheint meines Erachtens etwas zu einseitig. Man sollte sich zumindest damit beschäftigen, wie anfällig die eigene Vermögensstruktur, und das beinhaltet liquide Vermögen, also Wertpapiere, genauso wie Immobilien, respektive auch die Edelmetalle, wie stark die unter einem Zinsschock leiden würden, respektive auch unter einem Inflationsschock. Auch das momentan nicht absehbar, sehen wir aber gleich noch im Detail. Also, wir haben ein Risiko von extremen und historisch nicht beobachtbaren Rückschlägen, was natürlich vorhanden ist. Echte Risikostreuung wird zunehmend schwieriger, und auch viele Modelle, die heute am Markt propagiert werden, die jetzt natürlich für die letzten 7, 8 Jahre mit relativ konstanten Kapitalmarktbewegungen toll aussehen, die reflektieren natürlich alle nicht diese Zinsanomalie, die wir haben. Und deswegen vieles von dem, was heute so schick und neu daherkommt, ist eben nur Wein in alten Schläuchen. Und da müssen wir eben vorsichtig sein. Und nicht alles, was Sie quantitativ rechnen können, hat auch qualitativ eine Bedeutung für die Zukunft. Also, Fakt ist, aus der Investorenbrille, wir müssen etwas tun. Nicht damit es besser wird, sondern um es nicht noch schlechter werden zu lassen. Wir werfen nun zunächst einen Blick auf die Konjunktur, und die gute Nachricht trotz aller Skepsis vornweg: Wir haben einen synchronen globalen Aufschwung. Die globale Wirtschaft hat durchaus positiv überrascht. Von den 45 größten Volkswirtschaften sind alle im Aufschwung. Das wird auch für 2018 so erwartet. Dementsprechend kann man auch den alten Lehrsatz nehmen, dass eben die Börsen die Konjunkturentwicklung häufig vorausnehmen, 6 bis 12 Monate. Und das hat man auch dieses Mal wieder schön gesehen. Erst sind die Börsen gestiegen. Alle haben gesagt, naja, es ist ja alles nur künstlich, die Zinsen sind niedrig. Jetzt hat die positive Konjunkturentwicklung, die sich auch positiv auf die Unternehmensergebnisse ausgewirkt hat, eben das bestätigt. Keiner hätte es vorher erwartet. Aber auch hier sieht man, ne, die alten Binsenweisheiten auch in der modernen Zeit durchaus relevant. Hier nochmal exemplarisch dafür, dass es global läuft, ein Indikator natürlich immer Deutschland. Wir sind eine sehr, sehr zyklische aufgestellte Volkswirtschaft aufgrund der Zusammensetzung natürlich unserer Unternehmen. Und Sie sehen es in dunkelblau dargestellt, die aktuelle Lage, die von den Unternehmen eingeschätzt wird, die ist auf einem extrem hohen Niveau. Das ist sehr, sehr positiv. Man sieht das gleiche Bild, dass die Erwartungen an die nächsten 6 Monate, die sind auch sehr positiv. Aber was man vor allem sieht, ist diese Differenz zwischen der aktuellen Lage, das sehen Sie hier in Blau, und den Erwartungen in Rot. Sie sehen, es ist eine relativ große Differenz. Sie ist deutlich größer, als wir das historisch festgestellt haben. Und der Grund scheint vereinfacht gesprochen darin zu liegen, dass die Unternehmen befragt werden, na, wie läuft es denn? Und dann sagen sie, momentan läuft es super, aber auf Sicht von 6 Monaten erwarten wir, dass es schwieriger wird. Zwar immer noch super, aber etwas schwieriger. Dann wird man wieder befragt, einen Monat später, und man sagt, naja, es ist immer noch super, aber auf Sicht von 6 Monaten sind wir ein bisschen skeptischer. Also wir sehen eine Divergenz zwischen der Einschätzung der aktuellen Lage, die immer wieder sehr, sehr positiv überrascht, und den Erwartungen an die nächsten 6 Monate, die erst skeptisch klingen in einem allgemein positiven Umfeld, aber dann doch von der Realität positiv überholt werden. Das gleiche, ähnliche Bild zeigen die Überraschungsindizes, die hier berechnet werden. Also man schaut sich die erwarteten ökonomischen und volkswirtschaftlichen Daten an, vergleicht diese dann mit den realisierten Daten und misst dann die Abweichung. Und vereinfacht gesprochen, hier sehen Sie die Nulllinie. Wenn eben der Punkt, der Datenpunkt oberhalb der Nulllinie liegt, dann gab es eine positive Abweichung. Man war also zu skeptisch. Liegt der Datenpunkt drunter, dann war man eben zu positiv. Und wie Sie insgesamt sehen, sind bis auf China, wo wir leicht unter den Erwartungen liegen, sind wir überall relativ komfortabel
über der Nulllinie. Die Emerging Markets jetzt ein bisschen abgeknickt, aber hier macht es auch keinen Sinn, auf den einzelnen Datenpunkt zu schauen, sondern man sollte das globale Bild im Kontext sehen. Und wenn Sie das bitte auch mal betrachten, wir haben Ihnen das hier unten nochmal abgebildet im Vergleich zum Vormonat, damit das nochmal optisch deutlich herauskommt. Da sehen Sie alles in allem. Es gibt deutlich mehr Balken nach oben als nach unten. Die Gewinner, die man vor einigen Monaten hatten, die sind jetzt ein bisschen schwächer. Auf der anderen Seite haben wir andere. Und im globalen Kontext funktioniert das alles momentan wunderbar. Also, Fazit zur Konjunktur. Wir haben wirtschaftliche Indikatoren, die gegen eine Abkehr von einer sinnvoll hergeleiteten und individuell angepassten Anlagestrategie sprechen. Wir haben momentan einfach keinen Indikator, der für eine Rezession spricht. Auf Sicht von 5 Jahren, selbstverständlich, allein statistisch würde man eine entsprechende Rezession erwarten. Aber momentan die Datenlage, die gibt es einfach nicht her. Also nehmen, was man sieht, keinen Grund von der Anlagestrategie abzuweichen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ob es konjunkturell überhaupt noch besser werden kann oder ob wir schon den Peak, also den Höhepunkt der positiven Entwicklung sehen, die natürlich durchaus noch weiterlaufen kann, die aber tendenziell sich natürlich auch ermüdet. Und in dem Moment, wo sie sich ermüdet, haben wir natürlich auch heute schon alles in den Kapitalmarktpreisen bereits hier eingepreist. Und das wäre dann eben ein Indikator, sich hier von der Struktur zu trennen. Aber wie gesagt, das scheint noch etwas hin. Auch andere Volkswirte, andere Bankhäuser, Markteinschätzungen, die wir uns anschauen und anhören, die sagen momentan allgemein, es macht Sinn, noch mit dem Fuß auf dem Gas zu bleiben. Die Daten sind noch gut. 2018 sollte man die risikoorientierten, wachstumsorientierten Vermögensklassen überdurchschnittlich hoch gewichten lassen. Aber dann im Verlauf des Jahres 2018 sollte man sich damit beschäftigen, Risikoquoten hier abzubauen, um dann von einer nachlassenden Konjunkturdynamik nicht zu sehr getroffen zu werden. Dass die Konjunktur eine Vielzahl von Risiken bietet, neben den Problemen um den Iran, neben Nordkorea und was wir noch alles haben, Regierungsbildung in Deutschland. Also man stellt einfach fest, dass trotz dieser ganzen geopolitischen Themen die Wirtschaft einfach funktioniert. Auch das politische System in den USA, da ist man ja stolz drauf, das hat ein Jahr Donald Trump oder knappes Jahr Donald Trump hier bereits ausgehalten. Also die Politik tut nicht besonders viel, aber die Wirtschaft ist eben stark. In Kombination mit den niedrigen Zinsen läuft das Ganze. Also momentan sehr positives Umfeld, das können wir einfach mal festhalten. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass nichts gelöst wurde. Wir haben große strukturelle Herausforderungen in der Eurozone. Wir haben das Thema Schulden in den USA, aber natürlich auch in China, respektive auf der gesamten OECD-Ebene und die geopolitischen Spannungen, die hatten wir angesprochen. Kern dieser ganzen Probleme, Sie können sie als Investor nicht wirklich timen, respektive abbilden. Das gilt weder für das Thema Kredite in China noch notleidende Kredite in Italien. Das Timing ist hier einfach unmöglich. Die Antwort auf diese Herausforderung, die muss in der globalen Diversifizierung über verschiedene Vermögensklassen, über unterschiedliche Währungsräume, natürlich hier in der individuellen Depotstruktur gefunden werden. Also die Standardantwort auf verschiedene Unsicherheiten sind eben auch entsprechende Diversifikationsstrukturen innerhalb der Vermögensstruktur. Schauen wir uns kurz die Entwicklung der Märkte im aktuellen Jahr an. Wir sind ja jetzt schon im 12. Monat und Sie sehen es hier in grün dargestellt. Aktien aus Schwellenländern, Emerging Markets, abgebildet im US-Dollar. Plus 33%, also eine relativ starke Entwicklung. Wir sehen auch eine sehr, sehr starke Entwicklung im Bereich Technologiewerte USA. Auch da sind wir jenseits der 25%. Und der globale Aktienmarkt, Sie sehen es hier dargestellt, knapp 21% per Schlusskurs gestern. Aber Sie wissen, der Euro hat aufgewertet. Das hat einiges von der Entwicklung gefressen, sodass aus den knapp 21% eben ein hoher einstelliger Ertrag wird. Hier sehen Sie dann nochmal dargestellt in Rot Aktien Europa, respektive auch den Goldpreis in Dollar, der sich ähnlich entwickelt hat wie europäische Aktien. Aber wenn Sie vom Goldpreis eben die Währungsentwicklung abziehen, dann bleibt hier natürlich nichts übrig und wir sind sogar negativ. Ansonsten unten knapp über der Nulllinie Rohstoffe, respektive Unternehmensanleihen im Eurosektor. Also ein sehr, sehr erfreuliches Jahr an den Kapitalmärkten. Und wir haben auch einen weiteren Rekord, den wir hier vermelden können. Sie sehen hier mal die Marktkapitalisierung des globalen Aktienmarktes. Und da sehen Sie, wir nähern uns der Marke von 100 Billionen US-Dollar. Also die Amerikaner, die rechnen ja in Trillion. Und die amerikanische Trillion ist unsere Billion, also 100 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung.
Klar, wir sehen ja einen entsprechenden Preisanstieg und der manifestiert sich natürlich in einer entsprechenden Marktkapitalisierung. Also das hier ein Rekord, den man sehen würde oder den man aktuell auch schon sieht und der bald eine runde Summe erreichen dürfte. Ansonsten, was die Marktbewegung betrifft, das ist wirklich spektakulär, muss man sagen. Sie sehen in Rot dargestellt die Schwankungsbreite des globalen Anleihemarktes und Sie sehen in Türkis dargestellt die Schwankungsbreite des globalen Aktienmarktes und typischerweise würden wir natürlich erwarten, dass Aktien eine höhere Schwankung realisieren, als wir das am Anleihemarkt typischerweise vorfinden. Aber Sie sehen es hier, aktuell haben wir die Situation, dass die Aktien sich dementsprechend sehr, sehr stark angenähert haben und das ist natürlich schon extrem, dass wir so eine niedrige Schwankung im Bereich der Aktienmärkte haben und das hat verschiedene Implikationen. Zum einen ist die historische Volatilität sehr niedrig, das heißt auch die erwartete Volatilität für die Zukunft ist relativ gering. Das heißt, dass Systeme, die darauf basieren, automatisch die Marktabhängigkeit danach zu steuern, wie hoch die Schwankung gerade ist als Risikomaß, die erhöhen natürlich in Phasen fallender Schwankungsbreite, erhöhen die prozyklisch natürlich ihr Marktengagement. Die werden es also auch wieder sehr, sehr schnell abbauen, wenn die Volatilität nach oben geht. Wir sehen aber natürlich vielleicht auch, dass Investoren mögliche Schwankungen unterschätzen, sich also zu offensiv positionieren, angefeuert auch durch die niedrigen Zinsen und dass wir dementsprechend auch Anleger haben, die vielleicht eine Aktienquote wählen, die etwas zu hoch ist für ihre finanzielle Risikotragfähigkeit oder ihre finanzielle Risikobereitschaft, die dann auch relativ sensibel emotional reagieren dürften, wenn das Ganze mal in die andere Richtung läuft. Also das Rückschlagspotenzial wird dadurch nicht erhöht, aber sehr wohl die Geschwindigkeit und auch die mögliche Härte eines Rückgangs am Aktienmarkt wird natürlich durch diese Entwicklung wahrscheinlich begünstigt und dementsprechend wir leben ja doch in Zyklen und wenn wir jetzt eben sehr, sehr stark unterdurchschnittliche Volatilität sehen, könnten wir irgendwann auch mal wieder stark überdurchschnittliche Volatilität sehen, wobei Ihnen aktuell niemand sagen kann, was das auslösen könnte. Fakt ist, heute handwerklich sollte man sich anschauen, wie man von steigender Volatilität profitieren könnte. Warum der Aktienmarkt eine derart niedrige Schwankungsbreite aufweist, das liegt im Wesentlichen auch daran, dass wir momentan sehr stark unterschiedliche Bewegungen innerhalb des Marktes haben. Sie können sich das vorstellen wie den Index, den sehen Sie hier dargestellt, als die Oberfläche des Wassers. Und unter Wasser haben Sie relativ starke Strömungen. Aber dadurch, dass die Strömungen in verschiedene Richtungen gehen, gleichen die sich aus. Also sprich, wir haben Sektoren, die in unterschiedliche Richtungen laufen. Wir haben auch Aktien innerhalb dieser Sektoren, die sich auch wiederum unterschiedlich entwickeln. Also die statistisch gesprochen Korrelation, der Gleichlauf von Aktien und Sektoren ist momentan relativ niedrig. Und dadurch, dass dieser Gleichlauf niedrig ist, haben wir zwar unterhalb der Oberfläche auch mal starke Bewegungen, aber auf der Oberfläche betrachtet sehen wir eine relativ starke Ruhe. Wenn Sie dazu noch addieren, dass Marktteilnehmer davon profitieren wollen, dass sie Optionen auf steigende Volatilitäten verkaufen, dann ist das auch nochmal volatilitätsdämpfend und zusätzlich führt natürlich auch der globale Trend in indexorientierte Produkte dazu, also börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs, der führt natürlich auch dazu, dass wir durch die Indexfonds eine zusätzliche Liquiditätsebene haben. Das heißt, wenn hier Anleger ihre Marktpositionen verändern, dann verkaufen die nicht mehr einzelne Aktien, sondern das Ganze geht auf der Indexebene. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Sie möchten 100 Anteile an dem globalen Aktien-ETF verkaufen. Ich möchte 95 kaufen. Dann müssen wir nicht jeweils unsere Aktienbestände ja verändern, sondern Sie verkaufen 100. Ich kaufe 95. Dann passiert erstmal auf der Indexebene respektive den zugrunde liegenden Aktien da drin gar nichts, weil ja lediglich diese 5%, die verändern sich wirklich auf der Anlageebene. Und deswegen Indexfonds sind ja durchaus eine zusätzliche Liquiditätsebene. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in der Zukunft auf die Vergangenheit zurückschauen und feststellen, dass eben dieser massive Trend in Richtung Indexing dazu geführt hat, dass wir eine zusätzliche Komponente hatten, die zu einer Glättung der gesehenen Volatilitäten, also der Schwankungsbreite am Aktienmarkt geführt hat. Also Entwicklung im aktuellen Jahr, wachstumsorientierte Vermögensklassen mit starker Wertentwicklung. Wer Risiken eingegangen ist, der wurde auch belohnt, also so wie es die Kapitalmarkttheorie auch vorsieht. Aus unserer Perspektive wurde natürlich diese erfreuliche Entwicklung stark belastet. Der Euro hatte viel stärker aufgewertet, als man das sich hätte erwarten lassen. Nur noch das Thema Währungsprognose.
Ja, langfristig fundamental kann man sich an den Kaufkraftparitäten orientieren, in der Realität über- und unterschießen die Währungsbewegungen aber diese Kaufkraftparitäten deutlich, also sehr, sehr schwierig im Timing. Und auch aktuell muss man sagen, nach der Rallye des Euro könnte man eine Gegenbewegung zugunsten des US-Dollar erwarten. Auf der anderen Seite spricht die nachhaltig stabilisierende Situation im Euro dafür, dass man Kapital anzieht. Und dementsprechend aus unserer Perspektive macht es Sinn, auf die persönliche Perspektive zu gehen und sich zu hinterfragen, wie viel Fremdwährungschance, wie viel Fremdwährungsrisiko darf es im Portfolio sein und davon ausgehend eben die Depotstrukturierung vorzunehmen. Aktuell besonders wichtig, aufgrund der Währungsentwicklung zu verstehen, warum welches Wertpapier in diesem Kalenderjahr sich wie entwickelt hat. Was ist wirklich die Entwicklung des zugrunde liegenden Marktes? Was waren Managerfähigkeiten? Und was waren auch einfach Entwicklungen aufgrund der Währung? Und da nutzen Ihnen die rückblickenden Ratings nämlich überhaupt nichts, weil die bereinigen das typischerweise nicht. Also die sind momentan eine relativ große Falle. Also bei der Anlagestrategie und Produkt- und Fondsauswahl einfach blind darauf zu setzen nach einem Ranking, also rein quantitativ, ohne sich qualitativ das anzuschauen und zu verstehen, wo das entsprechend herkommt, das meines Erachtens momentan ein großes Fehlerpotenzial. Jetzt haben Sie Wechselwirkung mit Portfolio und Währungsposition nicht nur innerhalb Ihres Depots, sondern auch außerhalb. Ich denke, viele von Ihnen verfügen über physische Edelmetalle. Die werden typischerweise im US-Dollar abgerechnet. Und wenn etwas im US-Dollar abgerechnet wird, dann haben Sie eben auch hier eine latente Dollarposition. Das heißt, dann muss die Entwicklung des Vermögenswertes, also zum Beispiel Gold, eben bereinigen um die Währungsentwicklung. Und dann sieht man schon, dass man in positiven Zeiten, wo der Euro schwach wird, einen zusätzlichen Wertbeitrag generiert und eben in Phasen, wo der Euro an Stärke gewinnt, hat man eben einen negativen Wertbeitrag aus dieser Dollarpositionierung und das sollte man im Gesamtkontext zwingend zusammen beachten. Ansonsten Zinsen, ich habe Ihnen nochmal die historischen Konstellationen mitgebracht, damit Ihnen das nochmal klar wird, wo wir uns aktuell bewegen. Hochzinsanleihen 2,7% im Euro vor ja, einigen Jahren, mittlerweile 14 Jahren, fast 15, waren wir da bei 13,3%. Das mit Sicherheit auch eine Anlageklasse, die jetzt nicht jeder Privatanleger im Portfolio hat. Aber schauen Sie mal hier, Unternehmensanleihen noch Anfang 2007 4,6%, deutsche Staatsanleihen 3,9%. Und wenn Sie das heute sehen, 0,9% auf der Unternehmensanleihenseite, 0,3% bei den Staatsanleihen. Das alles, wie gesagt, Schlusskurse per gestern, also sehr aktuell. Dann sehen wir eben schon sehr deutlich, wie der Zins hier implodiert ist und warum wir dementsprechend sehr starke Auswirkungen auf die zinsbasierte Altersvorsorge haben, die eben ohne Zinsen erhebliche Probleme hat. Ähnliches ja auch bei der privaten Krankenversicherung, wo wir eben bei der Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berücksichtigung von Zinsen einfach nicht mehr die Rechnungszinsen verdienen, die man in den Kalkulationsgrundlagen der Versicherungsmathematik hier zugrunde gelegt hat. Dividendenrenditen, Sie sind hier gemessen am DAX, respektive auf globaler Ebene. Da sehen wir im Verlauf von 2,3 bis heute relativ wenig Bewegung, also die Dividendenrenditen relativ konstant. Und das ist ja auch ein Thema, was wir uns immer vergegenwärtigen sollten. Typischerweise schwankt die Dividende, die ein Unternehmen in Euro zahlt, deutlich weniger stark als die zugrunde liegende Aktie. Das haben wir auch in der Finanzkrise gesehen. Aktienmarkt ja teilweise mit Verlusten von 50 bis 60%, die auf der Indexebene in Euro-Dollar gerechneten Dividenden nur um rund 30% reduziert. Also die Schwankungsbreite des Zahlungsstroms der Aktie in Form der Dividende eben mit einer geringeren Schwankungsbreite als der Vermögenswert selbst, also hier eben der Aktienindex. Ansonsten, wir haben immer noch diesen Zinswahnsinn. Ja, wir zeigen das jeden Monat, aber ja, es ist eben auch extrem. Sie sehen es hier in Orange dargestellt im oberen Chart, dass die Dividendenrendite des europäischen Aktienmarktes auf Basis der aktuellen Dividende im Verhältnis zum aktuellen Preisniveau 3,15%, Rendite Hochzinsanleihen, also die Unternehmen, die eine schwächere Bonität haben im Vergleich zu den etablierten Marktteilnehmern 2,61%. Und da sehen Sie schon, das ist eine historische Anomalie. Wir haben das auch mal abgetragen hier in Grün, diese Differenz. Und man würde eigentlich immer erwarten, dass eine gewisse Differenz eben zwischen der Dividendenrendite und den Hochzinsanleihen da ist. Und aktuell sehen Sie momentan die Dividendenrendite sogar höher als die Rendite aus den Hochzinsanleihen. Selbstverständlich, wir reden über verschiedene Assetklassen. Das eine sind Aktien, die Dividende ist gewinnabhängig, kann jederzeit gekürzt werden. Das andere sind Schulden, da können Sie nicht einfach Ihre
Tilgung und Zinssätze beliebig ändern, aber es zeigt doch sehr stark im historischen Vergleiche, was für eine besondere Situation wir haben und wie exorbitant dieser Anlagenotstand sich im Euro darstellt und wie sehr Investoren bereit sind, Aufpreise in Kauf zu nehmen, um eben noch in etwas Anleiheähnliches zu investieren und nicht in den Aktienmarkt investieren zu müssen. Die Regulierung für die großen Kapitalsammelstellen, Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke etc., die tut hier ihr Übriges. Wenn wir beim Thema Zinsen sind, dann sind wir auch beim Thema Inflation und Sie sehen hier mal dargestellt die Inflationserwartungen abgeleitet aus Kapitalmarkterwartungen, respektive Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer. Und Sie sehen es hier in Rot, das hier ist die Zielgröße der Zentralbank, roundabout 2%. Und Sie sehen hier die Inflationserwartung für die Eurozone, sind wir bei 1,3%, respektive hier neben im fünfjährigen Swap 1,33, also deutlich entfernt von der Zielgröße von 2%. Und wenn Sie das Verhalten der Notenbank und die Kommunikationspolitik betrachten, dann sehen wir typischerweise, dass man ja, auf die Inflationsrate schaut, die aktuelle. Man schaut aber auch auf die am Kapitalmarkt gehandelte Inflationserwartung. Die sehen Sie hier. Deutliche Differenz zu 2%. Und man schaut auf die aktuelle Kerninflationsrate, also wo Nahrungsmittel und Energie nicht enthalten sind. Und wenn Sie diese Kerninflation nehmen, haben wir aktuell für die Eurozone einen Wert von 0,9%, also deutlich von 2% entfernt. Und die Europäische Zentralbank wird dementsprechend keine Änderung der Geldpolitik vornehmen. Man hat etwas reagiert. Weniger Anleiheaufkauf im Volumen pro Monat. Dafür hat man die Laufzeit vorerst verlängert. Also man schafft quasi Zeit, um abzuwarten, ob der positive wirtschaftliche Aufschwung in der Eurozone auch von steigenden Inflationsraten begleitet wird, um dann eben reagieren zu können, was die Geldpolitik betrifft. Also erst das Anleiheaufkaufprogramm einzustellen, dann im nächsten Schritt über Zinserhöhungen nachzudenken. Aber bis zum Thema Zinserhöhung, da sind wir noch weit hin und vor allem als Anleger müssen wir real denken, also zinsabzüglich Inflation. Und was nützt es, wenn die Zinsen um 1% steigen, wenn gleichzeitig die Inflation um 1% steigt? Weil dann haben Sie am Ende des Tages eine Realzinsveränderung von 0, also dann hat sich nichts verbessert. Also auf absehbare Zeit mit Zinsen einen realen Kaufkrafterhalt zu generieren, das wird nur funktionieren, wenn man sich sehr, sehr stark in Nischenmärkten der Zinsmärkte positioniert. Und dann muss man natürlich hinterfragen, ob das die Vermögensklassen sind, die einem typischen zinsorientierten Anleger wirklich so bewusst und geläufig sind. Also sprich, ob man hier den Zins auch derart als Risikoprämie versteht, wie es in der Tat dann ist. Also, die Realzinsen sind weiterhin negativ. Sie sehen es hier dargestellt. Wir haben hier die Nulllinie. Also, wir bereinigen hier die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe um die offizielle Konsumentenpreisinflation. Und Sie sehen es hier dargestellt in grün Großbritannien. Sie sehen es in blau dargestellt für Deutschland. Hier ist die Nulllinie. Hier unten sind wir real. Und wenn Sie natürlich in Deutschland einen Realzins von, naja, minus 1,5 bis minus 2% haben, dann erklärt das natürlich, warum wir eine Flucht in Sachwerte haben, namentlich natürlich den Immobiliensektor, warum man natürlich versucht, hier in Sachwerte zu investieren. Und das ist natürlich ein Phänomen, was wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern auch in anderen Regionen der Welt. Der Realzins ist eben sehr niedrig oder auch negativ. Und selbst in den USA, wo wir ja schon steigende Zinsen gesehen haben, sehen Sie hier, da ist die Differenz zur Nulllinie relativ klein. Also eine besonders positive reale Rendite ist mit Staatsanleihen hier auf dem aktuellen Niveau nicht zu generieren. Also sucht man Ausweichalternativen im Bereich der Aktien, im Bereich von Hochzinsanleihen, aber natürlich auch nicht börsennotierte Vehikel wie Immobilien, Private Equity, Infrastructure und ähnliches. Also zusammenfassend kann man sagen, das sind die Kernthemen. Zinsbasierte Altersvorsorge kann ohne Zinsen nicht funktionieren. Das heißt, jedes einzelne Produkt muss auf den Prüfstand und die Wechselwirkung in der gesamten Ruhestandsplanung ebenfalls. Also das ist ein wesentliches Thema, das man sich unbedingt anschauen sollte. Wir sehen ab dem 01.01.2018, dass Investmentfonds neu besteuert werden, die Investmentsteuerreform. Das bietet grundsätzlich ein gewisses Gestaltungspotenzial. Man sollte sich mal damit beschäftigen, das eigene Portfolio auf die Effizienz hin überprüfen. Für diejenigen unter Ihnen, die noch über Kapitalgesellschaften verfügen, also sprich GmbHs oder Aktiengesellschaften und dort entsprechende Vermögenswerte allokieren, da nochmal ein besonderes Gestaltungspotenzial. Und ich glaube auch ein sehr guter Moment, wo wir in verschiedenen Vermögensklassen Allzeithochs respektive historische Korrelationen, historische Bewertungsmerkmale haben, mal die aktuelle Depotstruktur zu überprüfen und zu schauen, wie weit die von der echten abweicht. Weil wir sehen,
im Anleihebereich, in den Anleiheindizes im Vergleich zu vor 6, 7, 8 Jahren. Wir sehen längere Restlaufzeiten, das heißt mehr Zinsänderungsrisiko. Wir sehen schlechtere Bonitäten, also ein höheres Kreditausfallrisiko. Wir sehen auch in den Kreditverträgen bei Anleihen typischerweise schlechtere Bedingungen. Das heißt, die Position hat sich von der Wertpapierkennnummer nicht groß geändert, aber die Struktur, der Charakter des Wertpapiers hat sich massiv geändert und man muss hier selbst reagieren, wenn man auf sein gewünschtes Risikoprofil zurück möchte. Ähnliches gilt im Aktienmarkt, wo wir gewisse Konzentrationsrisiken aufgrund der Entwicklung der letzten 7 bis 8 Jahre sehen. Eine Konzentration eben in entweder sehr wachstumsorientierten Segmenten wie dem Technologiebereich oder eben sehr zinssensiblen Strukturen, wo man eben Aktien gewählt hat, die eine geringe Schwankung haben, die als Zinsersatz ausgewählt wurden, wo man auch sieht, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Geld reingeflossen ist, was sich dann dementsprechend auswirkt auf die zukünftigen Erträge. Ansonsten, wir hatten jetzt einiges Positives zur Konjunktur. Wir sehen relativ niedrigen finanziellen Stress. Das wird ja für die USA berechnet, zum Beispiel von der St. Louis Fed oder von der Kansas City Fed. Da sieht man wenig finanziellen Stress. In der Eurozone wird das berechnet durch die EZB. Auch da zeigt der Indikator für den systemischen Stress im Finanzsystem momentan Entspannung. Aber wie gesagt, das darf alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich strukturell nichts gelöst haben und hier noch viele Probleme vor der Brust haben. Ansonsten, wir haben das Thema Demografie. Das wird Auswirkungen auf die Politik haben. Das große Thema Digitalisierung hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Vielleicht auch die Digitalisierung ein Grund dafür, warum wir sowohl auf der Seite der Löhne nur in einigen Segmenten Wachstum haben, aber nicht in der Breite. Und natürlich auch gleichzeitig die Digitalisierung dazu führt, dass wir einen disinflationären Effekt haben. Also etwas, was die Preise zumindest nach der offiziellen Lesart im Konsumentenbereich niedrig hält, aber gleichzeitig natürlich diese niedrige Inflation zu niedrigen Zinsen führt und diese niedrigen Zinsen eben steigende Vermögenspreise begünstigen, wie wir es aktuell sehen, respektive auch in den vergangenen Jahren gesehen haben. Es wird interessant zu sein, wie wir veränderte Globalisierungseffekte verarbeiten. Hier geht es nicht nur um das Thema Zölle und Ähnliches, sondern auch um den Zusammenhang, dass beispielsweise frühe Arbeitsplätze verlagert wurden von den Industrienationen in die aufstrebenden Schwellenländer, weil dort einfach Arbeitskräfte deutlich günstiger waren, also eine Arbeitskostenarbitrage, wenn Sie so wollen. Wenn sich das zurückdreht, weil wir durch die Digitalisierung, durch Robotik weniger Globalisierungseffekte haben, weil für den Roboter ist es egal, ob er in China steht oder in München, die Arbeitskosten des Roboters sind die gleichen. Und da wird man mal schauen, wie sich das auswirken wird. Wir glauben, dass das insgesamt natürlich ein großes Potenzial bietet für gesellschaftliche Spannungen, auch Auswirkungen bei Wahlen, respektive politische Themen und natürlich soziale und politische Spannungen hier natürlich eine Rolle spielen, die man auf dem Schirm haben sollte, die wir aber als Kapitalanleger natürlich nur in einem gewissen Umfang berücksichtigen können, in Form einer globalen Vermögensaufstellung, in Form der Nutzung verschiedener Lagerstellen und auch in Form von verschiedenen rechtlichen Hüllen, um hier so ein Schutzsystem aufzubauen aus verschiedenen Waben und verschiedenen restlichen Konstruktionen. Ja, also schärfen Sie Ihren finanziellen Sachverstand. Im ersten Schritt verstehen Sie Ihre aktuelle Vermögensstruktur. Das ist ein Punkt, der die Basis von allem sein sollte. Sie können das beispielsweise tun auf www.mein-anlegerprofil.de, anonym, kostenfrei. Da können Sie mal ein paar Werte eingeben, vielleicht auch nur beispielhaft, und dann kriegen Sie mal eine Aufteilung auf Geld- und Sachwerte. Ist mal ein Einstieg in eine Analyse, eine professionelle Analyse, erstellen wir Ihnen gerne im persönlichen Kontakt. Wichtig auch noch, neben der objektiven Vermögensstruktur, die finanzielle Schuhgröße, also das Thema finanzielle Risikobereitschaft. Hier gilt es nicht, auf das Bauchgefühl zu hören oder dann positiv zu sein, wenn die Märkte steigen und negativ, wenn die Märkte fallen, sondern das sollte natürlich wissenschaftlich fundiert sein und in der Praxis erprobt. Der Marktführer aus unserer Perspektive kommt aus Australien und wir nutzen hier den Fragebogen mit rund 25 Fragen, um die Risikobereitschaft zu ermitteln. Auch das stellen wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung. Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Risikobereitschaft, dann stellen wir Ihnen die Zugangsdaten zur Verfügung. Ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema. Und wenn man das dann mal abgleicht mit der aktuell vorhandenen Depotstruktur, stellen wir häufig fest, dass entweder die Depots viel zu defensiv aufgestellt sind und man sich darüber ärgert, nicht an den Kursentwicklungen, der positiv ist, zu partizipieren, oder die Depots sind viel, viel zu risikoreich,
breit aufgestellt, weil man eben erst begonnen hat, im Jahr 2010 überhaupt mal Wertpapiere zu kaufen. Und seitdem ging es ja mit kleinen Rückschlägen relativ ordentlich nach oben. Das heißt, hier fehlt so ein bisschen das Gefühl dafür, wie hässlich kann es am Markt eigentlich mal werden. Und es macht natürlich eher Sinn, sich hier mal vorzubereiten in einer Situation, wo wir in vielen Segmenten auf einem Allzeithoch sind und nicht erst dann zu reagieren, wenn die Märkte mal 20, 25% korrigieren und dazu noch die Berichterstattung in den Medien sehr, sehr negativ ist. Ansonsten, klar, sprechen Sie mit uns. Wir sind deutschlandweit verfügbar über Videokonferenzen, Telefonkommunikation und ähnliches. Und Sie sehen es hier in verschiedenen Bereichen: Finanzplanung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Depotanalyse. Also, das sind die Themen, die Sie mit uns besprechen können. Und die Daten haben Sie hier. Also jederzeit die Möglichkeit, uns hier entsprechend zu kontaktieren. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle, 18:30 Uhr, würde ich die offizielle Konferenz beenden und auch die Aufzeichnung, sodass wir jetzt hier noch entsprechend Ihre Fragen behandeln können. Auch das natürlich wie immer anonym und ohne Nennung von persönlichen Details. Für alle, die uns bereits jetzt verlassen möchten, für den Weihnachtsmarkt, denen darf ich bereits einen schönen Abend wünschen, alle meine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.